die merkwürdigsten Geschichten über Hollywood-Partys. Da bin ich gespannt wie so ein Flitzebogen. Er drehte einige der ikonischsten Filme des 20. Jahrhunderts. Wie zum Beispiel die Mondlandung. Die Theorie besagt, dass Kubrick nicht nur Einblicke in die Welt der Eliten und der Freimaurerorden gab, sondern auch die dunklen Geheimnisse einiger Geheimgesellschaften offenbarte. Dieses Materialistische, das muss man irgendwann loslassen. Und wenn du das loslässt und wenn du einfach deinem Herzen, dem Guten und deinem Traum folgst, kriegst du Materialismus von Gott. In Hollywood finden auch sehr oft Partys statt, in denen sehr fragwürdige Dinge stattfinden. Sie werden sozusagen mit diesen Künstlern gelockt, um sie auf den Partys unter Substanzen zu setzen und sie dann zu verdächtigen. He bumps into all the other partygoers, the whole thing, and he starts giggling and laughing. Crazy stuff, bro. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Das Eis im Tequila ist cold. Überleg noch ein Pack vom Dealer zu holen. Bin verliebt in... Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, euch zu Hause geht's allen gut. Liebe geht raus von mir an euch. Und natürlich auch vom ganzen Chat. Livestream-Chat, kommt gerne auch mal auf Twitch vorbei. Und zwar werden wir heute in ein weiteres Video von dem Bruder Flex-Doku reingehen. Immer sehr spannende Geschichten hat der Bruder auf jeden Fall für uns am Start. Das Video heute heißt Die merkwürdigsten Geschichten über Hollywood-Partys. Also da muss ich echt sagen, da bin ich gespannt wie so ein Flitzebogen. Und ich will mich jetzt nicht mehr lumpen lassen, weil ich wirklich gespannt bin. Und wir gehen direkt rein ins Video. Let's get it. Yo Leute, hoffe alles okay bei euch. Alles nice, mein Jutzer, ich hoffe bei dir auch. Flexi Flex. Heute gehen wir auf verschiedene Privatpartys ein, wo teilweise schockierende Dinge passieren. Wir gehen auf Stanley Kubricks Film Eyes Wide Shut ein und die Behauptung, dass er wegen... Wie eben schon gesagt, das ist der Bruder mit der Mondlandung, ne? Also der die gefilmt hat, oder? ...aus dem Weg geräumt wurde. Kurz nach der Fertigstellung ist Stanley Kubrick unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Der Film wurde nach seinem Tod nochmal geschnitten und es fehlen noch bis heute 24 Minuten am Filmmaterial. Wir gehen auf den... Krass, noch nie von gehört. ...Schild Maskenball ein und die Behauptung, dass Stanley Kubricks Film Eyes Wide Shut über diese Party handelt. Noch dazu schauen wir uns ein paar Hollywood-Partys an und eine Influencerin und ein Rapper, die erzählen, was auf diesen Partys abgeht und unter welchen Bedingungen man reinkommen darf. Es wird von Partys geredet, wo neue Künstler eingeladen werden, um sie zu vergewaltigen, das aufzunehmen, um es dann als Druckmittel zu verwenden. Das habe ich auch schon mal gehört in diese... Wenn ich das so sagen, in diese Homosexual-Vibes, wenn ich das so sagen darf, dass da Leute eingeladen werden, in gewisse Zimmer gebracht werden und dann gesagt wird, ey Bro, du musst jetzt hier homosexuelle Aktivitäten durchführen und wir filmen das dann, dann haben wir dich in der Hand und dann kommst du in der Leiter mal ein paar Schritte wieder nach oben. Verschwiegenheit oder um ein... Natürlich alles Theorie, ne Freunde? ...besseren Deal mit diesen neuen Künstlern zu kriegen. Wir schauen uns einen ganz bestimmten Fall so einer Hollywood-Party an, die von dem Schauspieler Terry Crews öffentlich gemacht wurde. Eurotraining. Er ist im Jahr 2018 wegen so einer Party vor Gericht gegangen. Er berichtete von einem der bizarrsten Ereignisse, die er jemals in seinem Leben erlebt hat. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. The whole thing and I'm looking like, is this a joke? I mean, I don't understand. It was actually so bizarre. Okay, Alter, ich bin wirklich gespannt, was hier in diesem Video passiert, meine Jutzen. Scheint auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sein. I'm saying, like, a lot of these niggas don't be hanging out. These niggas be girlfriends to these niggas. Yeah, exactly. They be girlfriends to the bigger niggas. This is where it really threw me off. They said they had to prick your blood to get in. Is this a representation? Wer war das denn? ...of the sacrifice to Baphomet, who will share wealth and riches only after sacrifice? Stanley Kubrick war ein amerikanischer Filmregisseur, der für seine einzigartigen Filme und seinen kreativen Stil bekannt war. Er drehte einige der ikonischsten Filme des 20. Jahrhunderts, darunter wie zum Beispiel die Mondlandung. 2001 Odyssey im Weltraum, The Shining, Full Metal Jacket und viele weitere. Ah, Full Metal Jacket, krass. War das nicht auch ein Game mal früher, Full Metal Jacket? Ich glaube, es war auch ein Game, oder? Vor 1928 in New York City war Kubrick zunächst als Fotograf tätig, bevor er in die Filmindustrie einstieg. Er begann als Dokumentarfilmer und arbeitete sich schließlich zu den Spielfilmen hoch. Schon früh in seiner Karriere zeigte er ein Talent für das Erschaffen visuell beeindruckender Szenen, die seine Geschichten noch stärker machten. Kubricks Filme waren bekannt für ihre besonderen Bilder, ihren Einsatz von Musik und ihren oft kontroversen Themen. Er war bekannt dafür, dass er Szenen immer und immer wieder drehte, um das perfekte Bild zu erzielen. Sein letzter Film Eyes Wide Shut hat viel Spekulation und Kontroversen ausgelöst, insbesondere nach seinem plötzlichen Tod nur wenige Tage nach der Fertigstellung. Einige glauben, dass Kubrick aufgrund des Inhalts von Eyes Wide Shut umgebracht wurde. Eyes Wide Shut wurde
Bild. Wer hat den Film gesehen? Ich habe den Film nie gesehen. 1999 veröffentlicht und erzählt die Geschichte eines New Yorker Arztes namens Bill Harford, gespielt von Bruce, der in eine geheime Welt von Geheimgesellschaften und Ritualen eintaucht, nachdem er von seiner Frau Alice, gespielt von Nicole Kidman, betrogen wurde. Die Theorie besagt, dass Kubrick nicht nur Einblicke in die Welt der Eliten und der Freimaurerorden gab, sondern auch die dunklen Geheimnisse einiger Geheimgesellschaften offenbarte. Diejenigen, die von Kubrick bloßgestellt wurden, sollen sich dafür gerecht haben, indem sie ihm zu Schweigen gebracht haben. Es wird behauptet, dass Kubrick einen Anruf erhielt, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er seinen Film umschreiben müsse. Oder er würde es bereuen. Kubrick weigerte sich jedoch, den Film zu ändern. Nach seinem Tod wurde der Film nochmal nachgeschnitten und es fehlen noch bis heute 24 Minuten am Filmmaterial. Was in diesen Minuten zu sehen war... Auch auf jeden Fall eine krasse Situation, ne? Dass der den Film gemacht hat, gerade über diese okkulten Geschichten mit Ritualen und so, und dann irgendwie währenddessen gestorben ist, bevor der Film rausgekommen ist, und es fehlt anscheinend Videomaterial und so. Auf jeden Fall sehr bizarr. Hast du schon richtig gesagt, Flex? Bleibt bis heute ein Rätsel. Eine Besonderheit des Films ist, dass einige Szenen auf dem Anwesen der Rothschild-Familie Mantmont House gedreht wurde. Es gibt Theorien, die besagen, dass der ganze Film auf einer bestimmten Rothschild-Party basiert, nämlich der Rothschild-Maskenball. Genau wie in Kubricks Film waren alle Leute auf dieser Veranstaltung mit Masken unterwegs und es sind viele okkulte Symbole versteckt. Jedes Detail hatte eine Bedeutung. Boah, guck mal, wie das aussieht, Digga, guck mal, so. Veranstaltung mit Masken unterwegs und es sind viele okkulte Symbole versteckt. Digga, wenn ich sowas sehen würde, ne, wenn ich so eine Frau auf einer... Bro. Bro, ich würde erstmal zu Gott beten und so schnell wie möglich rennen. Ich mag Teufelsscheiß überhaupt nicht, meine lieben Freunde. Gar nicht. Ich mag das auch nicht, wenn Leute damit spielen, so von wegen, keine Ahnung, Alter, sich irgendwelche Tattoos stechen lassen oder zu viel darüber reden oder irgendwelche Covers so gestalten oder Zeichen machen oder so. Das machen ja auch manche Leute einfach aus angeblich Dings hier. Kunst, so. Es gibt ja diese okkulte Kunst, sage ich mal so, ne? Die dann mit so diesen dunklen Scheiß spielen, so. Und das ist, finde ich, überhaupt nicht ästhetisch, finde ich überhaupt nicht anziehend. Löst in mir sehr negative Energien und Vibes aus. Und ich bin ein Mensch, der ist auf Vibes unterwegs, auf Gefühlen unterwegs. Und mein Gefühl täuscht mich nie. Das zeigt mir, dass hinter diesen ganzen Sachen nichts Gutes steckt. Und ich glaube auch, wenn du sowas aus Spaß einfach irgendwie promotest, indem du dir ein Tattoo stechen lässt oder indem du irgendwie das, keine Ahnung, Alter, in dein Cover einbaust oder in irgendwelche Kunstgeschichten einbaust oder so, dann öffnest du die Türen für den Teufel. Jedes Detail hatte eine Bedeutung. Zum Beispiel eine Einladungskarte, die spiegelverkehrt geschrieben wurde. Etwas rückwärts oder spiegelverkehrt zu schreiben, wird oft in der schwarzen Magie benutzt. Auch wurden auf der Party viele skurrile Dinge serviert, wie zum Beispiel Babypuppen mit amputierten Beinen oder aufgeschlagene künstliche Babyköpfe. Das genau so eine Sache meine ich doch. Die würden jetzt, wenn du die fragen würdest, würden die sagen, ja, das ist eine Kunst. Es wurde für die Party mit einem Projektor bestrahlt, sodass es den Anschein eines Feuers erweckte. Das waren die offiziellen Dinge, für die es auch Bilder gibt. Die Gerüchte, die darüber rumgehen, sind viel krasser. Und zwar, dass auf diesen Partys Rituale stattfinden, in denen Kinder geopfert werden. Das soll für Reichtum und Macht geschehen. Das Thema Kinderopfer klingt immer so unglaublich, aber das nur hier in Deutschland. Das ist crazy, Bro. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in vielen Ländern in Afrika, ist es bekannt, dass es Leute gibt, die Kinder für Reichtum opfern. Praise God. Das ist auch nichts Neues. Schon vor circa 5000 Jahren wurden Kinder der Götze Moloch geopfert. Und das geht bis heute in einigen Ländern weiter. Hostess Marie-Helene de Rothschild is seen wearing a giant horned head, crying real diamond tears. Is this a representation of the sacrifice to Baphomet, who will share wealth and riches only after sacrifice? It's not exactly clear when in 1972 this party took place, but from the look of the decorations and the menu, it's definitely a fertility ritual. The dinner table serves dismembered dolls and cracked skulls, a possible reference to MKUltra doll programming. For dessert, a human sacrifice in a bed of roses. Ah, das Infowars, Digga, ist von einfach von Alex Jones, Bro. Krass, ist jetzt nicht die seriöseste Quelle, wenn ich das so sagen darf, aber... The rose, of course, is a symbol used by many secret societies, and it represents virginity, fertility, sexuality and immortality, as well as silence and secrecy. Es gibt einen ehemaligen Banker aus Holland namens Ronald Bernard, der in der Öffentlichkeit über so eine Veranstaltung gesprochen hat. Bernard hat es geschafft, in die höheren Kreise der Gesellschaft aufzusteigen und wurde auf eine Party eingeladen, auf der verwirrende Dinge geschahen, über die er sich zuerst jedoch keine Gedanken gemacht hat.
Er erzählte von einer Veranstaltung, wo ganz offen verschiedene Substanzen konsumiert wurden und überall nackte Frauen rumgelaufen sind. Bernard fand es zunächst lustig. Naked out man, Alter. Weil er nicht realisiert hat, in was für Kreise er da überhaupt reingekommen ist. Später realisierte er, dass diese Leute den Teufel angebetet haben. Und diese Party keine Party war, sondern eine satanische Messe. Die Personen waren alle Personen, die man als Oberschicht der Gesellschaft bezeichnen würde. Zum Beispiel Banker, CEOs von Riesenkonzernen und so weiter. Letztendlich wurde er zu so einer Ice White Shot Party eingeladen, auf der er Dinge erlebt hat, die identisch mit dem Film waren. Nachdem er gesehen hat, wie Kinder geopfert wurden, ist er ausgestiegen. Er sagt, er ist heute nur am Leben, weil er keine Namen genannt hat. Man hört ja diese Sacrifice-Geschichte, hat man hier und da auf jeden Fall schon mal gehört. So, ne? Jüngstes Beispiel würde ich jetzt mal Kanye West einfach nehmen, der ja auch gesagt hat, dass Michael Jackson seinen Vater gesacrificed hat, dass er seine eigene Mutter irgendwie gesacrificed hat und dass solche Dinge passieren. Ich wusste gar nicht, dass das mit diesem Baphomet oder wie das heißt, da einhergeht, dass der quasi Reichtum und Wohlstand gibt, wenn du irgendwas opferst, so. Kranke Geschichte, an was die Leute alles glauben. Und das ist auch so krass, wenn Leute das wirklich nur deswegen tun, für Reichtum und für Wohlstand. Opfern die Familienmitglieder oder Kinder oder so, wenn das wirklich der Fall ist, dann merkst du auch, wie kaputt die Gehirne von den Menschen sind. Dass die eigene Familienmitglieder oder Kinder opfern würden für Reichtum, für Geld, für solche Geschichten, die dir nichts, die dir keine Glückseligkeit bringen, die dir nicht das bringen, was du erwartest, so, weißt du? Dieses Materialistische, das muss man irgendwann loslassen. Und wenn du das loslässt und wenn du einfach deinem Herzen, dem Guten und deinem Traum folgst, kriegst du Materialismus von Gott. Und dieser Materialismus, wenn du den überhaupt haben möchtest, so, fühlt sich definitiv besser an, als wenn du Materialismus bekommst, weil du über deine eigene Ethik, Moral drüber hinweg gehst, über Dinge, die man nicht tun sollte, über Leichen gehst und so. Oh, wie willst du so glücklich werden? Das ist so, darüber muss man doch nachdenken. Das Video nicht zu sehr zensiert werden muss, mache ich demnächst mal ein extra Video über dich. Und das ist jetzt auch nicht nur mit irgendwelchen Opferungen so, ne? Das ist auch so, wenn du einfach nur, wie ich vorhin gesagt habe, deine eigenen Werte, deine Ethik, deine Moral beiseite stellst für Reichtum und Geld, für Macht und Wohlstand und über Leichen springst dafür, dann ist das auch was Teuflisches meiner Meinung nach so. Das ist das, was der Teufel feiert. Mann. Also es gibt Katholiken, Protestanten, unterschiedliche Religionen, aber diese Menschen glaubten an Luzifer. Und dann kann jeder sagen, Glaube gibt es nicht, Religion gibt es nicht, das gibt es alles nicht. Ja, aber für diese Menschen war das die Wahrheit. Sie dienten etwas Immateriellem, sie dienten Luzifer. Doch nicht nur Eliten sind in so Partys involviert. In Hollywood finden auch sehr oft Partys statt, in denen sehr fragwürdige Dinge stattfinden, wie uns die Influencerin Vorwiki erzählt. Vorwiki ist durch ihre Social Media Kanäle Who's that? Vorwiki? Berühmt geworden und wurde letztendlich auch zu so Partys eingeladen. Sie berichtet von sehr düsteren. Hier, der Bruder links ist zum Beispiel so ein Typ, dieser Adam22. Der hat einen Talk gemacht mit Sneeko. Und da haben die auch darüber geredet, weil dieser Adam auch so in Teufels irgendwas tätowiert hat und dann in seinem Büro auch so Teufelssachen rumstehen hatte und so. Und naja, das ist nur Kunst und ich finde das irgendwie sexy und bla bla bla. Und ich sag dir, man, damit öffnest du keine guten Sachen. Also ich finde das nicht sexy und ich glaube, man sollte auch nicht damit spielen, wenn ich das so sagen darf. Ja? Das ist meine persönliche Meinung. Dinge, die auf diesen Partys abgehen. Bevor man überhaupt in diese Partys reinkommen kann, muss man sein Handy abgeben und eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Das ist noch einigermaßen verständlich. Aber gleich gehen wir auf eine Sache ein, die man ebenfalls abgeben muss und die nicht so verständlich ist. Sie erzählt, dass laut Gerücht zum Beispiel aufstrebende Künstler durch Versprechen auf diese Partys gelockt werden. Man sagt ihnen zum Beispiel, berühmte Persönlichkeiten sind vor Ort, was sie auch sind, aber nicht um sie unter Vertrag zu nehmen oder mit ihnen zu reden. Sie werden sozusagen mit diesen Künstlern gelockt, um sie auf den Partys unter Substanzen zu setzen und sie dann zu verdächtigen. Zum Beispiel die Leute kommen auf die Partys und es wird schon vorher besprochen, was mit diesen neuen Künstlern gemacht wird. Man gibt ihnen einen Drink, der mit Substanzen gefüllt ist und sorgt zuerst mal dafür, dass sie unzurechnungsfähig werden. Dann werden diese Künstler von Männern vergewaltigt. Dies wird auf Band festgehalten und so werden diese Leute dann erpresst. Sollten diese Künstler durch die Decke gehen, hat man sie immer in der Hand und kann sie weiter kontrollieren. Sowas ähnliches soll auch angeblich auf der Insel von Jack passiert sein. Da nicht mit Rappern, sondern mit einer anderen Art von Leuten. Guck mal, die drei hier. Guck mal, die drei Jutzen. Von Jack passiert sein.
Die drei Judsten, Alter. Bro. Bro. Die haben einfach mal die ganze Welt gefickt, so. Die stehen da und lachen. Scheiße. Da nicht mit Rappern, sondern mit einer anderen Art von Leuten. Auch wird oft davon geredet, dass Labelchefs solche Partys organisieren und dann diese Aufnahmen zum Beispiel von einem Gangster-Rapper haben. Man sagt dem Künstler, du musst diesen Vertrag unterschreiben oder wir leaken die Aufnahmen und du machst nie wieder Geld. Woot the Woot gonna be there, like your favorite rapper, the big ass person. And Woot the Woot gonna be there, oh, before you get in, you gotta give a... Boah, der ist anstrengend, Mann. So eine Mädels, ey. Die redet so, als ob die gerade rappt. Die Amis, manchmal denke ich mir so, ey, komm mal ein bisschen aus deinem Film raus. Auch hier in Tulum habe ich das oft so. Mit Amis manchmal schwer. Ja, es gibt echt viele coole Amis, muss ich ganz klar sagen. Heute habe ich zwei Jungs kennengelernt aus Texas, Bro. Die waren cool, die waren tight, mit denen habe ich einen guten Talk gehabt, alles cool. Aber da gibt es manche, die leben so krass in ihrem Film drin, die denken, die sind gerade im Musikvideo, auch wenn die einfach nur, die sich mit dir normal unterhalten, so... Die reden so komisch, Mann. Das ist so, denke ich mir so, Bro, komm, bleib ein bisschen normal. The phones and all this shit. And then they might do some gay shit to somebody and then. Anstrengend. And then like try to like and record it and tell them, oh, if you expose us, we gonna post it everywhere. Warwick erzählt auch von einer ganz bestimmten Party, wo sie letztendlich nicht mehr rein wollte. Vor der Tür wollte man wie immer die Handys und eine Unterschrift auf eine Verschwiegenheitserklärung. Dass sie die Handys wollen, ist ja verständlich. Eine Unterschrift kann man auch noch verstehen. Das krasseste ist, dass sie nicht nur das wollten, sondern ein Tropfen Blut. Klingt krass, aber das, was sie erzählt. Gleich gehen wir What the fuck? Auf ein, was man mit einem Tropfen Blut so alles anstellen kann. So, it already was a lot of signs. The party said you have to be half naked. So, we get up there, they talk about, We get up there, they talk about, Bruh, you're not even black. You can't bring your phone in. I'm like, first of all, who ain't bringing their phone in? I'm bringing my motherfucking phone in. I don't give a fuck who you is. It could be Kim Kardashian and I'm bringing my phone. And then you gotta sign some papers. What am I signing some shit for to get into a party? Like, what? This is where it really threw me off. They said they had to prick your blood to get in. Leute anscheinend werden damit... Das ist aber krass, wenn das stimmt, ist krass. Was für Blood, Bro. Flüssigkeiten, Voodoo-Rituale gemacht. Für Leute, die nicht an schwarze Magie glauben, klingen so Themen unglaublich. Aber es gibt Leute, die daran glauben und diese Sachen auch praktizieren. Wenn man einen Fluch auf eine Person packen will, braucht man in den meisten Fällen Haare oder Körperflüssigkeiten. Anscheinend wird dieses Blut gesammelt, um diese Leute zu verfluchen oder irgendwie zu kontrollieren. Es gibt eine sehr interessante Szene von Kim Kardashian, wo sie als Geschenk ein Haar von Marilyn Monroe kriegt. Ihre Freundin sagte zuerst scherzhaft, jetzt kannst du sie klonen. Sie sagt dazu, dass sie ein Voodoo-Ritual mit dem Haar machen wird, um sie zu channeln. Channeling und Seancen werden oft genutzt, um mit Geister oder Dämonen in Kontakt zu treten. What is this? That is Marilyn's hair. So. So. You can clone her. That's awesome. Oh my god, I'm... You can clone her. Literally... going to do some crazy voodoo shit that I want to wait. And I channel her. Und dies wird nicht... Digga. ...Haaren gemacht, sondern auch mit Körperflüssigkeiten. Sowas sagst du nicht mal aus Spaß, oder? Zu dem Thema Körperflüssigkeiten und Rituale gibt es auch eine sehr interessante Geschichte. Und zwar wird behauptet, dass Prostituierte auch hier in Deutschland nach dem Akt mit dem Freier die Kondome nehmen und mit diesen Körperflüssigkeiten Flüche auf die jeweiligen Person packen. Nein, hör auf, Bro. Was? Mit dem Freier die Kondome nehmen und behauptet, dass Thema Körperflüssigkeiten und Rituale gibt es auch eine sehr interessante Geschichte. Und zwar wird behauptet, dass Prostituierte auch hier in Deutschland nach dem Akt mit dem Freier die Kondome nehmen und mit diesen Körperflüssigkeiten Flüche auf die jeweiligen Person packen. Habe ich noch nie gehört, meine Jutzen. Also, Jungs, hört auf mit der Scheiße, falls ihr sowas überhaupt macht. Ich kann mir sowas vorstellen, sag ich dir, wie es ist, ne? Weil die vielleicht so unzufrieden mit sich und ihrem Leben sind, so. Und weiß ich nicht. Das hört sich irgendwie krank an, aber man weiß nie, ne? Man weiß nie. Will ich sowieso nicht unterstützen, den Laden. Zum Beispiel, dass sie immer und immer wieder zurückkommen. Ob es funktioniert, ist wieder eine andere Frage, aber sowas findet statt. In Deutschland ist die
Prostitution oft mit Voodoo verbunden. Echt, Digga? Krasse Scheiße, ey. In Deutschland ist Prostitution oft mit Voodoo verbunden? Crazy. Denn viele Prostituierte stehen ihren Angaben nach selber unter Voodoo-Flüchen. Warte mal kurz. Drei Frauen und ein Mann beuteten mit Voodoo-Zauber eingeschüchterte Nigerianerinnen in deutschen Bordellen aus. Nun wurden sie dafür in Frankfurt zur mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Vier Frauen ausgenommen, sondern auch illegale Flüchtlingstransporte organisiert hatte, erhielt eine achtjährige Haftstrafe, entschied das Landgericht. Digga, was alles passiert, ne? Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, habe ich auch noch nie irgendwas von gehört. Verbunden. Viele Prostituierte stehen ihren Angaben nach selber unter Voodoo-Flüchen. Bevor sie vom Händler nach Deutschland gebracht werden, wird in ihren Ländern ein... Ist halt auch eine Branche, die halt einfach nicht nice ist, so, ne? Dass da viele dubiose und nicht gute Geschichten ablaufen, ist auch Fact. Weißt du, allein wie die teilweise hier hinkommen und teilweise behandelt werden, natürlich nicht immer gezwungen werden, aber auch teilweise gezwungen werden und so, das ist halt eine sehr negative Geschichte. Deswegen sollte man das auch nicht supporten und auch deiner eigenen Energie wegen, so, ne? Weil du nimmst natürlich Energie, stirbt nicht so. Und wenn eine Frau so viel durch hat und so viel negative Prägung in sich hat und du hast dann Sex mit dir, so, dass da findet eine Art von Energieaustausch irgendwo auf jeden Fall statt. Und die Energie willst du nicht haben. Willst du nicht. Du packt mit einem Voodoo-Priester unterschrieben, wo sie schwören, nicht mit der Prostitution aufzuhören, bevor ihre Schulden getilgt sind. Gehen wir auf ein paar weitere interessante Geschichten über Hollywood-Partys ein. Der Rapper Al... Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krankes Video von... Sehr verstörend auch teilweise. Vegas erzählt uns, wie diese Leute, die diese Partys organisieren, wissen, ob eine Person bereit für so eine Party ist. Viele Rapper haben einen Stylisten, den sie oft kriegen und nicht selber engagieren. Man schaut zuerst, wie weit sie mit ihrem Stylisten gehen. Zum Beispiel sagt man einem Hip-Hopper, der immer breite und lockere Klamotten trägt, dass er auf einmal ein enges Shirt anziehen soll. Oder wie wir schon mal in einem Dave Chappelle-Video... Ach du Scheiße, what the fuck? Ist das dieser Post Malone? Programm... Oh no. Ein Kleid oder einen Rock anziehen soll. Wenn diese Leute diese Sachen anziehen, merkt man, dass es den Leuten eigentlich egal ist und sie keine richtige Moral haben. So soll das angeblich ablaufen. Dann werden sie auf diese Partys eingeladen. Er erzählt das gleiche wie Vora Vicky. Und zwar, dass verschiedene Leute auf diesen Partys sexuell missbraucht werden. Ellie Vegas sagt sogar, dass man Leute nicht mal abfüllen muss, um so etwas zu machen. Was ich hier halt auch voll oft sehe, sind Männer mit lackierten Nägeln, Füße oder Finger. Auch eine Sache, die ich persönlich jetzt nicht geil finde. Und es einfach bekannt ist, dass das der nächste Schritt in der Karriereleiter ist. In dem Video über P. Diddy hatten wir das schon mal besprochen. Als Nori gesagt hat, es gibt drei Türen zum langfristigen Erfolg. Eine davon ist die Tür, wo man etwas mit Männern anfangen muss. Und da geht es auch nicht um Homosexualität, da geht es einfach um Kontrolle. That's what I'm saying, like a lot of these niggas don't be hanging out, these niggas be girlfriends to these niggas. Yeah, exactly. They be girlfriends to the bigger niggas, like... Yep. I'm just telling you, like... I mean, what he's saying is actual facts. So a lot of times when you see dudes come in the game, you be like, yo, how he got dug in so fast? He got dug in, literally. What they do with the artists is easy. They send a stylist at them first. Yeah, yeah. And if the stylist is like, if the stylist report back and be like, oh, he ready, then they invite you to the party. That's you telling them, like, yeah, I'm ready. And then next thing you know, you get invited to the party with the greeting is the man squeezing your dick. Whoa! Die Aussage von Ellie Vegas, dass man schließlich auf einer Party landet, wo die Begrüßung ein Griff von einem Mann in den Genitalbereich ist, bezieht sich auf den Schauspieler Terry Crews, der einmal wegen so einer Party vor Gericht gegangen ist. Krass, Digga. Terry! Im Jahr 2016 wurde der Schauspieler... Heftiger Typ, Mann. Der ist so lustig, ne? ...und ehemalige Footballspieler Terry Crews... in einen Skandal verwickelt, als er öffentlich über eine... Ich finde, der sieht auch schon so witzig aus, ja. ...sexuelle Belästigung sprach, die von einem Hollywood-Produzenten begangen worden war. Crews hat im Film wie White Chicks, The Expendables und viele weitere mitgespielt. Ich denke, die meisten... The Expendables, na man? Expendables to the man. ...von euch werden ihn kennen. Im Jahr 2016 traf Crews bei einer Veranstaltung den Produzenten Adam Vennett, der bei der Agentur William Morris Endeavor arbeitet. Das ist eine der größten Agenturen in der Filmindustrie. Vennett soll Crews belästigt haben, indem er ihm zweimal in den Schritt gegriffen hat, während sie miteinander sprachen. Crews war zunächst zurückhaltend, über die Belästigung zu sprechen, da er befürchtete, dass es seine Karriere in Hollywood beeinträchtigen würde.
Aber schließlich entschied er sich, die ganze Sache öffentlich zu machen. Guter Mann. November 2017 reichte er eine Beschwerde gegen Venet ein. Venet wurde später von der Agentur suspendiert. Er trat kurz von seinem Posten zurück, aber wurde kurze Zeit später wieder eingestellt. Krass. Im Jahr 2018 einigte sich Cruz außergerichtlich mit Venet und der Agentur. Cruz erzählte damals, dass der Hollywood-Produzent ihn ohne Zögern vor den ganzen Leuten zweimal in den Genitalbereich gegriffen hat. Sogar vor seiner Frau. Viele spekulieren, dass Venet das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Er hat nicht eine Sekunde gezögert, sondern hat es einfach vor den ganzen Leuten gemacht. Cruz erzählt, es war einer der bizarrsten Ereignisse, die er jemals erlebt. Stell dir vor, Digga, du gehst auf so eine Hollywood-Party, Bro. Irgendwie ein neuer Schauspieler oder so, dann kommt einer und packt dir einfach in den Schritt rein. Überleg mal. So, als ob nichts ist. Wie würdet ihr reagieren, Freunde? Schreibt mal in den Chat. Venet stand vor ihm und hat zuerst komische Bewegungen mit der Zunge gemacht, die offensichtlich sexuell gemeint waren. Letztendlich griff er ihm in den Genitalbereich, worauf Cruz fragte, was mit ihm los ist. Doch den Produzenten hat's nicht interessiert. Er griff ihn ein zweites Mal in den Genitalbereich, worauf Cruz ihn geschubst hat. Trotz dessen schien es den Produzenten nicht zu interessieren. Er fing an zu lachen und machte einfach mit der Party weiter. And he's basically staring at me and he's sticking his tongue out and you know it's overt. Mich fragt mich, nachdem der Terry Crews das dann online gebracht hat, darüber geredet hat in der Öffentlichkeit und den verklagt hat und der hat ja gesagt, die haben sich außergerichtlich geeinigt. Mich würde nochmal interessieren, was diese außergerichtliche Einigung war. Overtly sexual kind of tongue moves, and I'm sitting there like it's a party, it's packed, the whole thing, and I'm looking like, is this a joke? I mean, I don't understand. It was actually so bizarre. And he keeps coming over to me. He comes over to me. I stick my hand out, and he literally takes his hand and puts it and squeezes my genital, and I'm jump back like, hey, and he's like, and he's still licking his tongue out and all. What the fuck, bro? Digga, direkt Schwinger, oder? Stop and I go, dude, what are you doing? What are you doing? And then he comes back again. Nein. And he just won't stop. And I really got forceful, pushed him back. He bumps into all the other partygoers, the whole thing, and he starts giggling and laughing. And let me tell you, Mike. Crazy stuff, bro. I have never felt more emasculated, more objectified. Was denkt ihr über diese ganzen Themen? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Bisschen hast du meinen Kopf gefickt, Bruder. Sag ich dir so, wie es ist, ne, Flex. Bisschen hast du mit dem Video meinen Kopf gefickt. Also hier und da teilweise Dinge so, wo ich sage, ja. Teilweise Dinge, wo ich sage, ah, weiß ich nicht, an den Haaren herbeigezogen so. Aber dass da irgendwas abgeht in Hollywood, da sind wir uns, glaube ich, alle einig so. Was genau, kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen. Aber okay, war ein starkes Video. Ich küsse dein Herz. Danke für die Zusammenfassung, mein Jutster. Liebe geht natürlich raus an den Bruder Flex. Flex it in, man. Ich küsse dein Herz, Bro. Thank you very much for the video.